Schau Was? mal. Passt schon. Wie Wie tief? tief das in Kleinigkeiten geht, vor allem wie das verwoben ist mit der Sprache. Ja. Das ist A und O. Das A und O ist, dass man hier die Worte nicht entheiligt. Und das Ja. wird für einen, der die Grundlagen nicht hat, ist das dann alles nicht verständlich. Ja, so ist es. Umso mehr man das sich klar macht, wie man sich ständig narrt mit dem Verstreuen der eigenen Gedanken, darum ist dieser Punkt, den man immer wieder vergisst, sich nicht den Kopf zerbrechen in der Kategorie 2. Was richtig, was verkehrt ist, es ist immer eine Selektion aus einer Kollektion, sondern man sollte sich die Frage stellen, was ist jetzt da? Ja, immer. Und darüber kann man nicht diskutieren, das kann man sofort überprüfen. Als wahrnehmender Geist. Was habe ich jetzt für eine Information? Und dann wird mir einfach irgendwann einmal bewusst, wenn ich die Reife habe, dass sich diese Information ständig verändert. Von Augenblick zu Der, Augenblick. der schaut, der verändert sich dabei nicht. Dann kann man hier einen Schritt tiefer gehen und dann kann man hier irgendwann einmal anfangen, diese Puzzlestücke zusammenzusetzen. Dann landet man bei sich selber beim Heiligen Ganzen. Genau. Denn was dann auch immer ist mit dem Nachplappern, dass dir wirklich irgendwann bewusst wird, aber einen gewissen Intellekt, den du durchschaut hast, dass egal, was du an Informationen von außen zu holen scheinst, dass Ja. das immer Facetten von Facetten nachgeplappert sind. Die Studenten, die Videos machen, die plappern ihre Professoren nach. Es wird eigentlich immer jeder, der wo was äußert, plappert seinen Schwamminhalt nach. Der Schwamminhalt wiederum, der jetzt mal bewusst ausgedacht von irgendwelchen Lehrern abstammt, die ja auch wiederum nachplappern. Ja. Jetzt kommt die große Falle, wenn man fragt, was war als erstes da? Und man denkt sich, das ist das erste in die Vergangenheit. Das Klingelinge-Beispiel so wichtig, diese zwei Seiten, dass das einmal dir klar sein muss, wie hartnäckig ist in mir noch der Glaube, dass wenn jetzt was in mir auftaucht, dass das vorher entstanden ist. Zwitschern. Und Ja. dann denke ich an den Vogel, der die Ursache für das Zwitschern ist. Ich muss das wirklich umdrehen, dass mein Reizauslöser immer eine Reaktion erzeugt in mir und ich den Ursprung für meine Informationen in der Regel in den meisten Fällen immer eine Vergangenheit und irgendwen anders wie mich selber als Ursprung setze. Woher komme ich her? Ich wurde von meiner Mutter geboren. Wenn ich an mich denke. Und jetzt merke ich schon, wenn ich an mich denke, denke ich an Gedanken. Die Frage, wo kommen meine Gedanken her? Aus mir. Ihr wisst es auch immer wieder dazu, eine sinnlich wahrgenommene Information ist genauso eine Information, bloß durch dieses Materialisieren stürzt du in diese vier Stufen der Vergessenheit. Genau. Aber es bleibt Information, die sich ständig verändert, diese 200 Gramm rote Knete. Und die Wurzel der Probleme besteht zuerst einmal, dass die Wurzel selber dieses Nichts, dieses Dual, aus dem alles entspringt, du bist dieses Nichts, das eine geöffnet, aufgespannt zu einer Zweiheit wird, zwei Zusammensetzung, und dass ich immer nur eine Seite anschaue. Man hört es, man macht sich eigentlich gar nicht bewusst, was das für ein Geschenk ist, das zu verstehen. Oh, das Diese macht. Einseitigkeit. Jetzt diese Kleinigkeit machen, wenn man sich dann in die Sprache vertieft, dann wirst du feststellen, das ist so perfekt alles abgestimmt, dass Worte wirklich, wenn ich euch was erzähle, dass das reine klassische arithmetische Funktionen sind. Sage mal, es ist ein Computerprogramm. Und man muss irgendwann mal in einen Zustand kommen, dass man geschehen lässt, dass man aufhört, sich als Beobachter einzumischen. Als Figur, die du beobachtest, die wird sich immer einmischen. Das ist dieser Doppelschritt, der so wichtig ist für die Freiheit und das hat jetzt nichts mehr mit irgendwelchen anderen zu tun, die du dir ausdenkst, weil die nur Informationen sind. Immer das Leben nochmal weiterspielen, das musst du sowieso spielen, bis du das durchschaut hast. Und dann kommt der Prozess des Erwachens und das Erwachen ist das erste Mal, dass man was opfert, nämlich das bestehende Wissen. Das ist dieses Haar, das ich jetzt bereit bin, zurückzugeben. Ich sitze immer wieder da, wenn ich für mich alleine spiele,
mit Worten. Jetzt habe ich sicher mal ganz gezielt wieder normal raumzeitlich gedacht, UDO-Programm. Und da habe ich so viele Sachen, das müsste ich machen, das müsste ich machen. Ein Spiel mit Namen, mit Worten, dann schaust du kurz in ein Video rein, dann schaust du das an. Du kommst dann in den Zustand, dass dich wirklich alles normale langweilt. Ja. Du landest dann immer wieder bei den Worten und die passen immer. Egal, was ich anschaue, es passt. Du kannst da so ins Detail reingehen. Es ist halt so unheimlich verrückt. Wir können mal so ein Spielchen machen für uns zwei. Was darf ich übertragen? Und so mal den Bildschirm. Ich hoffe, das haut jetzt mal hin. Mhm. Das mache ich ja mal mit Ton. Dahin beginnen. Da fahren wir da mal rein. Und da könnt ihr euch das nochmal anhören. Jetzt wartet mal. Gewandt habe ich zum Beispiel jetzt gerade, schauen wir den an. Das ist sehr interessant, was er erzählt. Das ist raumzeitlich eher ein persönlicher Freund von mir mit einer Begeisterung. Da kommt schon immer das Wort wir. Wir Physiker wissen ja. Wir Christen wissen ja. Wir Moslems wissen ja. Das ist schon das Einklingen in ein gewisses Kollektiv, in eine Kollektivlogik, die in keinster Weise überprüfbar ist. Ja. Jede Art von kollektiver Logik, ob das eine religiöse Logik, eine esoterische Logik oder eine naturwissenschaftliche Logik ist, auf der baust du was auf und die besteht zu 99% auf wilden Dogmen und Axiomen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ist es nicht sinnvoll, einfach zurückzugehen und definitiv zu sagen, ich beschäftige mich jetzt nur mit dem, was da ist. Mhm. Und da kann man jetzt zum Beispiel mal in die Arithmetik gehen, da schauen wir uns mal einen kleinen Moment, wie die Ballbeschleunigung. Okay, bleiben wir mal Planck'sches Work konstant. Das ist zum Beispiel das Work-Quantum, können wir darauf eingehen. Wir lassen nochmal den hier kurz nochmal laufen. Der Kehrwert von der Wurzel aus 2 ist, wie das Thumbnail wahrscheinlich schon verraten hat, die Hälfte von der Wurzel aus 2. Braucht ganz kurz den Ton, habt ihr? Ja. Ja, ja. Gut. Und das braucht man sogar immer mal wieder im Alltag. Aber fangen wir ganz vorne an. Es ist jetzt die Begeisterung eines Schülers, der ein Wissen bekommen hat und jetzt fängt auf den Gleisen dieses Wissens an zu iterieren. Aber wir bleiben immer in der klassischen Arithmetik im Hintergrund. Die Wurzel aus 2 selber ist ja die Zahl, die mit sich selbst multipliziert genau 2 ergibt. Genau gesagt die positive Zahl, weil natürlich auch Minuswurzel 2 mal Minuswurzel 2 auch 2 ergibt. Aber man nimmt nur die positive Zahl. Aber man nimmt nur die positive Zahl. Das ist das große Problem, dass dieser Trugschluss für den Menschen in die Einseitigkeit. Ja. Da habe ich so oft darauf hingewiesen. Du wirst feststellen, alle etwas tieferen Wurzeln, physikalischen Wurzeln oder newtonschen Berechnungen, was raumzeitliche Berechnungen sind, da ist immer irgendwo eine Wurzel mit drin und da musst du Null setzen und dann fällt alles in diesen einen Punkt zusammen. Wenn man es wirklich absolut vollkommen nimmt. Ja. Auch eindeutig sagen zu können, die Wurzel aus 2 ist diese eine positive Zahl und nicht nur irgendeine Zahl, die Quadrat 2 ergibt. Diese eine positive Zahl, die negative unterschlägt man. Das ist immer, wo ich sage, das Denken, das du zurzeit in dir hast, ist unvollkommen, weil du immer nur eine Seite nimmst. Mhm. Darum wiederhole ich diese Beispiele. Ich erschaffe jetzt was, was die ganze Zeit nicht da war, und zwar denkt man das Wort oben. Sobald ich jetzt nach oben schaue, dann habe ich das Gefühl, dass da oben was ist. Aber das, was ich mir jetzt ausdenke, die Wolken zum Beispiel oder die Zimmerdecke, die Ecke, die ich mir nach oben denke, erfordert zwangsläufig ein Unten. Jetzt ist die große Frage, was setze ich als Unten, was setze ich als Gegenteil, mich oder den Boden? Das heißt, wenn ich das Gegenteil von oben unten nenne und ich nehme den Boden, dann bin ich in der Mitte. Wenn ich mich als Denker nach unten setze, fällt mir aber der negative Hälfte, weil ja unter mir nochmal was ist, nämlich der Boden. Schaue ich nach unten, setze ich das unten als positiv, als ich verbinde mich jetzt mit dem Unten, dann fällt mir das oben. Was jetzt so spielerisch klingt, was für den normalen Menschen nicht wichtig ist, ist extrem wichtig für die eigene Heiligkeit, weil man strebt immer einseitige Ziele an. Man will zum Beispiel reich sein und nicht arm sein. Man will satt sein und nicht hungrig sein. Aber das eine gibt es nicht ohne das andere. Ja. Es ist immer gleichzeitig. Aber wir schauen das kurz noch ein bisschen rein. Ja. Da jetzt 1 Quadrat schon 1 ist und 2 Quadrat dann aber schon 4 ist und es ja auch so ist, je größer meine Zahl, desto größer ist auch das Quadrat, muss also die Wurzel aus 2 zwischen 1 und 2 liegen.
Und weil 14 ins Quadrat, vielleicht als Quadratzahl bekannt, 196 ist, ist dann auch 1,4 ins Quadrat 1,96 und damit schon nah dran an 2. Und deswegen ist auch 1,4 schon nah dran an dem tatsächlichen Wert der Wurzel aus 2. Der tatsächliche Wert hat dann unendlich viele Nachkommastellen, denn die Wurzel aus 2 ist bekanntermaßen irrational, auch wenn es den meisten egal ist, aber dieser Satz wird immer gelten. Und jetzt ist aber auch der genaue Wert 1,41421352 und wie es dann weitergeht, jetzt gar nicht so entscheidend, sondern das Lustige ist, dass wenn ich irgendwie vielleicht mal Wurzeln kennengelernt habe und irgendwas umformen muss damit, oder wenn ich einen Betrag von einem Vektor oder von einer komplexen... Das stürzt jetzt der normale Mensch eigentlich schon total ab, wenn er das sieht und will damit nichts mehr zu tun haben. Ja. Das ist schon extrem zerdacht. Wobei, wenn ich jetzt neugierig werde, beschäftige ich mich damit und du wirst feststellen, das fällt dann alles wieder. Schau, Wurzel 8 müsste ich jetzt schon wieder 0 setzen, 1 durch 0. Genau. Und die Hälfte davon. Das, wenn man jetzt reinsetzt, wirst du immer wieder merken, das eine, und jetzt haben wir hier zweimal Wurzel 2 oder kommt er gleich drauf. Zahl ausrechnen muss, bei solchen Sachen ganz oft passieren, dass irgendwie eine Wurzel drin vorkommt und dann kommt man vielleicht auf 1 durch Wurzel 2 und dann schaut man beim Nachbarn. Das ist ein elementarer Wert, dieses 1 durch Wurzel 2, dieser Kehrwert. Wurzel 2 ist minus 45 Grad. Aber wenn ich jetzt anfange, wenn man kein Interesse daran hat, das zu verstehen, hat man schon verloren. Und das Interesse suchst du dir nicht raus, das bestimmt deine Logik. Ja. Das ist mir jetzt sehr wichtig, dass du das begreifst, dass das die Logik selber bestimmt. Ich will jetzt da nicht, weil ich merke, man langweilt sich relativ schnell, wenn man kein Interesse hat. Und wenn du kein Interesse hast, lernst du auch nichts. Aber ich mache jetzt mal einen Sprung. Wir bleiben bei dem, wir nehmen mal das Planck'sche Wirkwand rum. Ich merke, dass das Denken, wenn du schneller denkst, eine ganz andere Auffassungsgabe hast. Mhm. Wir gehen mal, das ist eine kurze Sache mit dem Planck'schen Wirkwand um. Ja. 0,000000000 und so weiter, 6626. Nee, das ist nicht mein Kontostand, das ist der Wert von dem Planck'schen Wirkungsquantum. Von dem, was bitte? Und wer braucht so eine Zahl überhaupt? In diesem Video klären wir euch auf und zeigen euch, warum das Planck'sche Wirkungsquantum so besonders ist. Das ist übrigens schon, ich muss ganz wieder zurück und jetzt machen wir Holofeeling, die Welt spricht ja zu dir. Ja. Das Bewusstsein des Meeres, okay, blau gelesen, raumzeitliche intellekte Gestaltwerdung ist eine Simulation. Sim. Ja. Mhm. Ihr seid dabei, Simulation. Ja, natürlich. Okay, PLE, Speller heißt Wunder. Die Simulation ist ein Wunder. Genau. Ein physikalisches Wunder. Jede Simulation, wenn du eine perfekte VR-Brille aufhast, erlebst du eine Welt, die außerhalb von dir zu existieren scheint, die aber letztendlich nur aus zwei Flächen besteht, die in deinem Kopf zusammengefügt zu einer dreidimensionalen Illusion werden. Ja. Das steckt schon in der Simple Physics. Erstmal ganz langsam. Kein Mensch hat ja Bock, jedes Mal zig Nullen auf ein Blatt zu klatschen, wenn er was ausrechnen will. Dazu haben sogar die Physiker keinen Bock. Deshalb schreibt er die Zahl von gerade eben erstmal in der physikalischen Schreibweise. Dann steht da 6,626 mal 10 hoch minus 4. So, und jetzt wird es schon interessant. Sagst du mal, jeder, der dir das erzählt dir das, weil er es gelernt hat in der Schule und der lernt dir, sagt dir dann auch, das hat der Max Planck entdeckt. Ja. Wir haben übrigens wieder bei dem Planck, M8 ist vom Bruder, ist es Wunder. Ja, das Wunder, genau. Der Planck, Bella. Ja. Da haben wir schon einen Plan, im Planck haben wir schon wieder das Bella Belle. Und M8 heißt ja vom Bruder, wenn wir es hebraisieren, das heißt vom Bruder sind die Wunder. Ja. Und wir machen jetzt mal wirklich kleine Wunder, das ist übrigens der Wert davon, der physikalische Wert ist Joule-Sekunden. Schau dir mal die Zahl genauer an. Ja, 26. Wir bleiben bloß auf der Ebene der Zahlen. Mhm. Was fällt dir da auf? Pass auf, das erste Mal musst du auf die 26 reagieren. Ja. Aber jetzt pass auf, jetzt machen wir mal einen kleinen Trick. Ich lasse mal 34. Das sieht doch schon mal besser aus. Gebt ihr jetzt noch eine Einheit, nämlich Joule mal Sekunde. So, und jetzt pass auf, was steht jetzt da? Jetzt machen wir einen kleinen Trick. Wir schieben das Komma um 1 rüber. Ja. Dann haben wir 66. 26. Jahwe. Jahwe. Aber wenn wir das Komma um 1 rüber schieben, müssen wir oben eine Stelle runter machen. Dann haben wir Gott. Mal minus 33 und 33 ist die Welle, die wir hochsetzen. Ja. Okay? Ja. Und das wird jetzt, wenn wir das blau machen, zu deiner intellektuellen Raumzeit. Dann haben wir 66, 26,
ist Gott mal 33 minus 33. Minus heißt immer getrennt. Ich gehe jetzt mal weg von der normalen Definition. Das heißt, wir haben einen kleinen Gott. Wir können auch sagen, das ist göttliches Bewusstsein. Wenn wir es blau machen, haben wir einen Intellekt. Und der trennt sich in 33 in Gedankenwellen, die er über sich drüber denkt. Und das ist dann die intellektuelle Raumzeit. Ja. Okay. Die Quintessenz vom Ganzen ist immer 66, 26. Jetzt ist natürlich wieder 66 so eine Sache. Wir schieben jetzt einfach mal die 66 rein. Ja. Und dann wirst du ein großes Wunder leben. Einfach einmal zahlen mit 66. Mhm. Mit dem Wert 66 kann man natürlich rot und blau lesen. Ja. Okay. Da haben wir zuerst einmal eine Diagnose. Das beginnt jetzt mit Diagnose. Dia heißt auseinandergeschmissene geistige Existenz. Ja. Das ist Osse, ist Esse, was du magst. Das ist das, was du tust. Das ist dein auseinandergeschmissener Geist. Okay? Ja. Osse ist Esse, heißt immer tun, machen, handeln. Ja. Aber wichtig ist jetzt das, was jetzt kommt. Das ist das hebräische Wort für Atom, hat den Wert 66 und das ist das Unteilbare. Unteilbare. Jetzt lassen wir uns das einmal, die Quintessenz ist der unteilbare Jahwe und der wird mit deinem Intellekt Gedankenwellen von sich abtrennen und das ist eine intellektuelle Raumzeit, die er erlebt. Jetzt sieht es schon ganz anders aus. Das ist nicht willkürlich Fantasie, sondern das ist das, die Erklärung dieser Form im Gesamtzusammenhang. Sobald ich wieder meine, das hat ein Max Planck entdeckt, da gibt es nichts zu entdecken. Na. Das sind einzig und allein, ein Max Planck kann sich nur einer ausdenken, der was von einem Max Planck weiß und der denkt sich den in die Vergangenheit und da er gelernt hat, dass der das entdeckt hat, spricht er der Kiste Max Planck jetzt zu, dass die das entdeckt hat. Ja. Wenn du das einmal drauf hast, dann hast du mit nichts und niemandem mehr Probleme. Hab das Planck'sche Wirkungsquantum H. Da immer aufpassen und die Einheiten dazuschreiben. Sonst werden eure Physiklehrer ganz schnell ganz punktegeil und klauen euch die wertvollen Punkte in der Klausur. So, ihr habt immer schön dazuschreiben, dass du das so hinschreibst. Es ist mit den Komma rüber natürlich auch logischer. Ein unteilbares fällt ins Komma und wird zu Jahwe. Das JHWH wiederum, die 26, da haben wir schon die zwei Sechsen stehen. Das heißt, da werden zuerst einmal zwei Sachen aufgespannt. Das steckt da auch mit drin. Die aber genau genommen, 2 plus 6 ist 8, eine Kollektion darstellt. Ja. Merkt ihr, wie man das jetzt, wenn man rot-blau lesen kann, wie das plötzlich stimmt? Wunderbar. 66 kann ich auch lesen, das Bewusstsein, in dem alles verbunden ist. Ja. Da können wir jetzt noch weiter reingehen, da kommen noch interessante Sachen. Oft, ich will gehen, hineingehen, ziehen, reisen, mich ständig wandeln, dann essen. Das will ich sein. Das ist natürlich nur eben jetzt, wenn man die Radix macht und nur eine intellektuelle Lichtwahrnehmung, dann ist es hier, genau genommen hast du es hier deine Götter. Es geht dann so ganz, genau genommen eigentlich heißt es deine Beschwörungen. Da müssen wir jetzt die hebräische Grammatik wissen, diese Endung ist immer deine in Bezug auf das Vorhergehende, das sich zu einem Plural setzt. Ich erkläre es nochmal, Ella für sich alleine heißt ja Beschwörung und Fluch. Positiv, negativ. Eine Ich-Endung in der hebräischen Grammatik setzt die Radix, die davor steht, immer in den Plural und heißt dann deine. Das heißt dann deine Beschwörungen. Das ist korrekt übersetzt. Deine Beschwörungen oder Flüche. Ich, OB, will dir kleinen Geist von meinem Geist hier und jetzt nochmal ausdrücklich bewusst machen, dass alles mehr oder weniger von deinem derzeitigen Konstruktprogramm abhängt. Das bedeutet alles, die von dir vermutete Vergangenheit, der gesamte Weltraum, ja sogar du selbst als Mensch, wenn du an dich denkst, steht und fällt mit deinen eigenen Beschwörungen. Das ist diese 66. Und Wissenselementen, die du durch deinen derzeitigen Fehlglauben in deinem Bewusstsein erwächst und darin auch selbst zur Erscheinung bringst. Dann haben wir die Anode, die brauchen wir in den ganzen Versuchen, da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Dann kriegst du ja ein Arnia, ein Schiff, Ski, das Geschenk von zwei Facetten. Ja. Was natürlich auch Ich heißt, das ist dein persönliches Ani, dein persönliches kleines Ich, das du zum Wort, das zum Wahrnehmen anfängt. Ja. Merkt ihr, da steht alles da. Alles da. Alles. Das ist die Vatersprache, die wird absolut lückenlos perfekt. Ja. Planck'sche Wirkungsquantum bestimmt. Was kann das Teil jetzt aber? Um das rauszufinden, schaut ihr euch am besten mal diese Gleichung hier an. E gleich H mal F.
Sprich, Energie gleich unser kleines Wirkungsquantum mal die Frequenz. Das ist natürlich jetzt interessant, sobald wir diese Facette ins Spiel bringen, die Frequenz ins Spiel bringen, das hast du ja nur reichlich. Ja. Immer dran denken, Quä verbindet zwei Gedanken, die gedacht werden zu einer Einheit. Ja. Mhm. Das heißt immer, das haben wir so oft gehabt, das Vorhergehende, ich schalte es nochmal ein. Mhm. Nochmal einige im Griechischen auch radigsten, die dasselbe bedeuten. Affin aufgespannte He, eine affin aufgespannte Wahrnehmung. Ja. Mhm. Dem folgenden Wort angehängt dient zur Anreihung an das Vorhergehende. Mhm. Das ist der Wellenberg und das Wellental, wo wir chronologisch denken. Ja. Und darum ist das Quä, die Frequenz. Mhm. Das Frä für sich alleine kann man auch wieder vielfältig setzen. Das stimmt immer, egal was du setzt. Jedes Ergebnis, das du kriegst, wenn du das zum Beispiel hebraisierst, ja, gibt es viele Ergebnisse, je nachdem, wie ich das Rot-Blau lesen oder ob ich jetzt da eher 70 draus mache oder ob ich da ein He draus mache oder Aleph draus mache, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Wenn du das alles aufschreibst, was du feststellen, das sind wieder Puzzlestücke, die du zusammensetzen kannst zu einer größeren Kollektion. Es ja. gibt ja zwei große Formeln mit dem E, das ist unsere Einstein-Formel, mhm. so wie man es gelernt hat, im einfachen Sinn E ist mc². Ja. Was eigentlich, ich betone immer, Einstein nie hingeschrieben hat, das heißt E Quadrat ist M2 Quadrat mal C hoch 4 und diese Planck gleichen. Genau. Da kann ich jetzt sagen, die Wahrnehmung ist immer eine Facette. Ja. Das ist das, was ich die ganze Zeit sage, es ist eine Facette von einem heiligen Ganzen. Genau. Weil ich immer nur eine Seite schaue, durch dem, dass ich den Wurzelbegriff entheilige. Ja. Gut? Ja. So heißt mit dieser Formel die Energie von irgendwas mit einer bestimmten Frequenz ausrechnen. Frequenz führt uns automatisch schon im Trugschluck in dieser Welle. Zuerst kommt der Wellenberg und zuerst ist es hell und dann ist es dunkel, dann bin ich gesund, dann bin ich wieder krank, ich atme ein, ich atme aus. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Was du magst, magst du jetzt und es ist hier und jetzt. Mhm. Und das hat der Max Planck entdeckt. Ja. Warum hat er das entdeckt? Weil wir uns jetzt an Max Planck ausdenken, dem mir zusprechen, dass er das entdeckt hat, weil das auf unseren Schwamm so drauf ist. Ja. Sehr simpel alles. Ja, aber wirklich. Das ist aber irgendwas. Ha, ein Photon zum Beispiel. Also mal ganz anschaulich gesprochen, ein klitzekleines Stückchen Licht. Wenn ihr euch Licht... Das ist jetzt alles, du kommst in Vorstellungswelten, ob das religiöse Vorstellungswelten sind, dass hier ein Abraham seinen Sohn abschlachten soll und dass ein Mose die Juden aus Ägypten rausgeführt hat und dann kommen die 10 Plagen. All das ganze Zeug sind Märchengeschichten. Und ich kann nicht oft genug sagen, bei Märchengeschichten geht es um die Symbolik im Hintergrund und nicht um diese Bilder, die du dir aufgrund der Worte vorstellst, in Maßsetzung deiner zwanghaften Logik. Genau. Und Physik ist nichts anderes. Ein Photon hat noch nie einer gesehen, das kannst du nicht sehen, das kannst du nicht messen. Es wird immer anhand von Berechnungen entdeckt. Und Berechnungen, ich sage, das Hauptproblem beginnt in dem Augenblick, wo du anfängst, das Unteilbare, die 66, dir zu zerdenken. Ja. Versteh dir kein Deutsch, du musst irgendwann einmal Schluss machen. Die Frage, was war am Anfang? Das ist das letzte Selbstgespräch mit Urknall. Ja. Ein Urknall ist einfach schlichtweg ein Gedanke, den du jetzt denkst. Genau. Und den kannst du dir nur denken, wenn der auf deinem Wissensspeicher drauf ist, auf deinem Schwamminhalt. Und dann denkst du dir den in der Vergangenheit, dass der schon da war, bevor irgendwas anderes da war. Aber der Urknall selber existiert doch erst in dem Moment, wenn du ihn dir denkst. Genau. Das ist, was hundertprozentig sicher ist. Ja. Und es ist wichtig, du musst das verstehen. Ein Gedanke von dir wird es niemals verstehen. Ja. Solange du meinst, du müsstest deinen Gedanken was erklären, hast du verloren. Ja. Nicht anschauen, könnt ihr euch das ja als Welle, aber auch als Teilchen vorstellen. Strange. Und das haben wir hier ganz einfach in unserem Gall. Genau. Das heißt, das geistige Licht rot geschrieben. Wenn wir das blau machen, wird es zu einem Gehirnlicht und es ist immer eine Haufe, ein Haufen, der auftaucht. Ja. Es ist jetzt übrigens raumzeitliche Erscheinung ein und es ist ein Haar auf, ist eine Wahrnehmung, die in dir aufgeht. Ja. SD wiederum als gespiegelte Erscheinung. Mhm. Diese raumzeitliche Spiegelung. Ja. Mhm. Immer da unten. Ihr wisst es, ich weiß es, ich erzähle es ja nicht den Toni, sondern ich erzähle es dem, der uns jetzt ausdenkt. Das heißt, was raumzeitlich wahrgenommen ist, das absolute Bewusstsein, wird zu was Raumzeitlichen. Wenn du an dich denkst, magst du Bewusstsein zu einem Intellekt. Bewusstsein ist etwas, was nicht gedacht werden kann. Das ist das, was die Sachen denkt.
Und das wird jetzt zu einer Spiegelung. Ja. Mhm. Und ja. Dann kriegst du die Abirrung und die Abtrünnigen. Eine Übertretung. Das sind die ganzen Lichter, die du dir außerhalb des Spiegelzentrums herausdenkst. Ja, ja. Mhm. Unser Spiegellichter im Spiegeltunnel, das sind alles Abirrungen. Ab aus 1 waren 2 und die Irrungen sind Abtrünnige. Können wir jetzt alles schön auffächern. Genau. Euch als Teilchen vorstellt, nennt man die Teilchen, aus denen das Licht besteht, Photonen. Die zeichnet man dann meistens als ein kurzes Photonis nenne ich das immer. Genau. Ein Stück, davon nicht verwirren lassen. Obwohl es als Teilchen betrachtet wird, wird es halt als so ein kleines Wellenstück gezeichnet. Physikerlogik eben. Und von so einem Photon könnt ihr jetzt die Energie ausrechnen. Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Kleiner Tipp, grünes Licht hat eine Frequenz von etwa 550 Terahertz. Weil das ist ausgelernt und dann immer wieder mit dem Hintergrund, das kann man experimentell beweisen. Ich sage immer wieder, das, was du beweist oder was du siehst, ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ja. Das ist das große Problem dabei. Jetzt denke ich mir ihn wieder, wenn er dann die Photonen im Fluch zeigt und auf einen Monitor glotzt, das ist all das ganze Zeug, sind ganz, ganz wilde logische Konstrukte. Ja. Was jetzt wichtig ist, dass diese Wurzel 2 eine Diagonale darstellt. Machen wir mal die Diagonale. Schauen wir uns das einmal an, was eine Diagonale ist. Die Diagonale, denk an a Quadrat ist b Quadrat ist gleich c Quadrat. Wenn wir die 1 einsetzen, kriegen wir Wurzel 2. Okay? Ja. Das geht schon los mit der Geraden, die zwei nicht benachbarten Ecken eines Vierecks miteinander verbindet. Wir denken uns jetzt hier unseren Pythagoras. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, zeichne ein Dreieck mit zwei Strichen, wenn du ein Dreieck mit zwei Strichen zeichnest, kriegst du ein Quadrat. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ja. Ich einfach ein Quadrat und mache eine Diagonale rein. Genau. Dann haben wir ein Dreieck, ist die eine Seite, und wenn wir die zwei Striche dazu setzen, kriegen wir ein Quadrat. Genau. Immer aufpassen, ich sage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen, dann kriegst du zwei Quadrate. Ja. Du setzt dich dann immer nochmal dasselbe daneben hin. Ja, genau. Wichtig, dass das Wort jetzt, ich habe jetzt absichtlich hier das sogenannte Substantiv genommen, Entschuldigung. Bei Gerade können wir dasselbe Spiel machen. Wir achten jetzt einmal hier auf die Gerade. Da haben wir zuerst einmal hier GER. Schauen wir uns das einmal an. Der Geist erwacht. Ja. Wir schreiben das einmal so. Ja, der Fremde. Okay. Das ist, wenn wir das E in der Geraden rausschmeißen. Das ist Geist und das ist augenblickliche Berechnung. Ja. Augenblickliche Berechnung hier unten. Genau. Okay, etwas erwecken. Das ist doppelt aufgespannte Ecken. Das ist unser Spiegeltunnel. Geistig wach aufgeweckt. Genau. Das ist im Negativen etwas anschreien, bedrohen, schelten, dadeln. Das macht jetzt im ersten Moment nicht viel Sinn, bis wir anfangen, hier diese schöpferische Existenz wird zu einer logischen Reihe. Ja. Da steckt es überall immer wieder mit drin. In der geöffneten Berechnung, in der Generation, ist alles Oha, ist eine schwingende Roh. Genau. Okay, aber ich will auf was anderes hinaus. Kleinen Moment. Jetzt wird es nämlich sehr spaßig, wenn Z2 nicht benachbarte Ecken ein Viereck miteinander verbinden. Wir bleiben mal bloß bei dem Gerade des AD hinten dran. Da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir haben AT. Ja. Das ist, es fängt etwas an zu verdampfen, verdunsten. Das heißt, die Wellen selber lösen sich jetzt von dem Meer. Mhm. Okay, ja. Jetzt machen wir mal ADE. Mhm. Statt ein E. Jetzt fängst du an, ich weiß, ich erkenne, ich erfahre. Ja. Mhm. Das heißt, der Schöpfer und seine erschaffene geöffnete Augenblick. Imperfekt gelesen. Ich werde zu einem geöffneten Augenblick. Jawohl. Mhm. Ja. Okay, und das passiert immer im Meer, gerade jetzt. Genau. Jetzt wirst du feststellen, Entschuldigung. Ja. Jetzt machen wir mal hier das Adjektiv. Ja. Ich habe ja hier das gerade, ich setze das einmal so rein. Mhm. Dass wir da 3 haben, siehst du das? Ja.
Das hat drei Funktionen. Gerade hast du das da mal ohne Krümmung. Genau, ja. Das übliche. Mhm. Zum Zweiten, es ist gerade erst gekommen, fortgegangen, das heißt, drückt eine Gleichzeitigkeit aus. Jetzt. Eben, so eben. Die Gerade ist eben. Eben. Eben ist aber expand. Immer dran denken, wenn wir das lesen, das Heraustreten einer polaren Existenz kann immer bloß jetzt passieren. Das heißt, wenn Berg und wenn da ist gleichzeitig. Richtig. Ja. Mhm. Und dann sind es die geraden Zahlen. Genau. Mhm. Ja. Okay? Ja, okay. Mhm. Wenn wir jetzt da reingehen, das ist das erste Mal ohne einen Restalpart durch zwei, die geraden Zahlen. Das kommt dann hier vom Zellen. Einfach mal reinschauen. Ja. Interessant ist, lateinisch Paar, das ist ja eine sehr interessante Grundelemente, die man verstehen muss. Aha. Ohne Krümmung immer in der gleichen Richtung verlaufend. Von aufrichtiger Gesinnung offen. Jetzt interessant, aufrichtig eine Gesinnung, da steckt der Sinus mit drin und es öffnet sich, das ist ein Schwingen, O immer unser O-Denken mit zwei Facetten, die zu existieren anfangen. Ja. Mhm. Das entspringt aus der Geraden. Genau. Mhm. Und so kriegt man irgendwann einmal einen Komplex, wo ich immer sage, du wirst anfangen, irgendwann einmal Chat zu denken. Ja, genau. Dieses Chat-Denken, wenn man da wirklich spielt, wenn man sich das aneignet, das geht so unendlich tief. Mhm. Machen wir mal uns wieder, kleinen Moment. Und das erschreckt den normalen Menschen, weil da müssen wir ja was lernen. Wie viel Zeit man verplempert mit den ganzen Interessen. Und darum sage ich, lass das, wenn du die Reife hast, wirst du dich dafür interessieren. Yes. Du hast unendlich viel Zeit. Yeah. Mm. Der mich jetzt sprechen hört, hat unendlich viel Zeit. Und es wird ein Punkt kommen, so wie jetzt in den jetzt zeitlich ausgedachten Leben, wo du ganz genau in jedem Zeitabschnitt unsere 3x3x3 Wachstumsstufen, du hängst zurzeit noch ganz, ganz unten in dem System. Ja, ja. Mm. Und du hast als Kind andere Interessen wie als Jugendlicher und als Erwachsener wieder andere Interessen wie als Jugendlicher. Deswegen wiederhole ich diese einfachen Beispiele, die jeden, der den Gedankengang mitgeht, logisch erscheinen, bis man ein gewisses Alter hat, vielleicht dann sich einen Status erarbeitet hat und dann ist man nur noch mit beschäftigt, das, was man sich erschaffen hat, angeblich in seinem Traum am Leben zu erhalten. Yeah. Aber etwas Leben ist die auseinandergeschmissene Existenz. Das kommt durch den Glauben, dass man meint, Gedanken, die man denkt, existieren von einem unabhängig da außen. Mhm. Etwas, was du nicht überprüfen kannst. Was du überprüfen kannst, ist, dass jeder Gedanke, jeder neue Gedanke, der in dir jetzt auftaucht, den bestehenden Gedanken auch jetzt zerstört. Ja. Bei einer 200 Gramm rote Knete. Genau. Dann die Selbsterkenntnis, dass die eigene Meinung, die man ein Leben lang vertreten hat, eine Anderung ist. Mhm. Der Schwamminhalt, den man sich nicht raussuchen konnte. Genau. Mhm. Darum ist so wichtig, mach dir jetzt innerhalb dieser Bröselebene, wenn irgendjemand in dir auftaucht, gleichgültig, ob du den jetzt real erlebst in deinem Traum als realen Menschen oder bloß als Pixelmännchen. Mhm. Und der äußert etwas, was übrigens du träumst, wenn du jetzt träumst, das aus dir kommt. Das ist eine andere Perspektive aus dir. Du musst so wach sein, wenn du das bekämpfst oder nicht haben willst. Ja. Und dann mach dir diese andere Perspektive zu eigen durch Neugier. Ja. Der hat irgendeine Logik, die ich nicht nachvollziehen kann, die mir böse, schlecht, verkehrt, falsch erscheint. Ja. Und dann, um das zu verstehen, muss ich meine Logik komplett, meine Filter, die mir dieses Gefühl aufbauen, komplett in den Hintergrund reden lassen. Ich muss mich selbst zu einem neugierigen Kind, zu einer Tabula Rasa machen, zu einem Unwissenden und mir diese Logik aneignen. Und dann werde ich feststellen, wenn ich jetzt diese Logik als ersten Schwamminhalt hätte, wäre das für mich vollkommen logisch, was der mir erzählt. Ja, ja, ja. Aus dieser Logik heraus gesehen ist meine Logik vollkommen unlogisch. Genau. Mhm. Mir geht es um den Heilungsprozess. Und den Heilungsprozess, den kann bloß einer durchführen, der ewig ist, der Geist ist. Ja. Es kann niemals eine Figur in deinem Traum, erwarte das nicht von Figuren in deinem Traum. Mhm. In dem Moment, wo du das bei dir durchführst, werden sich ganz langsam welche rausspiegeln. Ja. Mhm. Wo du dann den Eindruck hast, dass die das auch verstanden haben. Das sind aber die ersten Spiegelbilder von der neuen Veränderung, die du in dir selber ausgelöst hast. Ja.
Versuch bitte nicht, irgendetwas am Leben zu erhalten. Ja. Du brauchst für den nächsten Gedanken, musst du den bestehenden Gedanken opfern. Ja. Das ist unser Brandopfer. Das Brandopfer ist, darum haben wir ja die Welt, wir haben noch mehr. Ich muss ganz kurz nochmal, jetzt brauchen wir keinen Ton, wenn wir da jetzt ganz kurz nochmal reinspringen, wir haben ja unsere Welt, das wissen wir, diese doppelt aufgespannte ELD, jetzt habe ich das Wort Welt hebraisiert, das heißt ja eigentlich Brandopfer. Da bin ich so oft drauf eingegangen, das ist, machen wir jetzt erst einmal einen polaren Rand, spreche das nochmal an, BR alleine heißt das Äußere, heißt aber auch Reinheit. Da kommen eben viele nicht mit, wenn ich hier jetzt das BR setze. Das ist im Klassischen das Äußere, so steht es auch im Langenscheid drin. Brachlich, Unschuld, unschuldig sein, ein ausgedroschenes Getreide. Da haben wir die Reinheit. Mache ich das R weg, habe ich eine berechnete Einheit oder der Kopf rot geschrieben ist in einer Einheit. Ja. Das ist die Einheit. Ja. AI heißt dann, der Kopf ist nicht existierend und die Wahrnehmung ist wie buchstabiert, weil Eid heißt buchstabieren. Ja. Wie buchstabiert. Genau. Die Wahrnehmung ist was Buchstabiertes. Ja. Okay, wir können natürlich auch Reihe lesen. Dann haben wir unseren Spiegel, unsere Spiegelexistenz. Mhm. Und so weiter und so weiter. Ja. Das ist also hier zuerst einmal unsere Welt. Es gibt aber noch, wenn ich jetzt die KI mache, unsere KI, wie ich das nenne, unsere künstlichen Intelligenzen, die heißt möglicherweise Brand und Brandmal. Das ist der polare Rand von Gott. Genau. Dual, immer dran denken, mein Bildchen, wenn ihr dann habt, du bist es in der Mitte und du platzt in einen Wellenberg und in einen Wellental auf und das ist dann deine Wunde, die Klaft. Aber Wunde? Woher? Ist auch immer lateinisch. Wo? Und wo? Jetzt haben wir hier schon doppelt aufgespanntes Kreisen. Ja. Mhm. Was jetzt nur interessant ist, woher? HR heißt Berg. Genau. Doppelt aufgespanntes Kreisen erzeugt erst einmal einen Wellenberg, zu dem gehört das Wellendal, das wir weglassen. HR. Und BRG wiederum hebraisiert heißt immer weg den Geist. Du kommst aus dem Spiel überhaupt nicht raus. Ja. Und wenn wir das rot machen, heißt es wie Gott, vor CBK oder wie ein Intellekt. Das sind wieder die zwei Seiten. Das ist dann die künstliche Intelligenz. Jetzt hast du es, wenn so, das, weil. Jetzt schreibe ich hier dahinter dein Ego, dir, Tier, Fragezeichen, das so vorschreibt. Das eigentliche Tierische in dir kommt dann wieder von da an. Diese schöpferische Gestaltwerdung, blau gelesen, das ist ja das hebräische Wort für Mutter. Ja. Was jetzt natürlich hier interessant ist, da haben wir Mut, gestaltgewordene, aufgespannte Erscheinung wird zu einer Reihe, TR. So und viele. Dieses Wort Am in der Tora wird sehr oft übersetzt als dann, falls, gewiss. Ja. Selbst im Langenscheid steht unter der Bedingung, unter der Bedingung, dass ich das glaube, unter der Bedingung, dass ich mir das ausdenke. Ja. Jetzt haben wir hier unser DIN widerstehen, unser Gesetz. Das heißt, in einem Gesetz, ich kann auch das BE als BLF lesen, dann heißt es das Kommen der Gesetze, an die du dich hältst. Die tauchen in dir auf. Jetzt ist natürlich auch die Mutter etwas, was die Schraube einhüllt. Die Schraubenmutter. Ja. Eine logische Berechnung ist immer eine AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, und das heißt ja Beschwörung. Genau. Genauer genommen die Beschwörung eines Totengeistes. Tod und Sterben ist wieder Mut. Mut. Und so bleibt das alles im Gleichgewicht, weil da ein System ist, das allumfassend ist. Das ist die Weltformel. Ja. Das ist die eigentliche Weltformel. Ja. Das heißt, erst wenn du den Gesamtüberblick hast, kannst du auch alles zusammensetzen. Und dann zeige ich dir einen Löffel und dann sage ich, das ist eine Stadt. Und dann sagst du, wieso ist das eine Stadt?
Ich sag mal, in der Stadt Häuser sind und in der Häuser sind Wohnungen und in den Wohnungen sind Küken und in den Küken sind Schubladen und in den Schubladen sind Löffel. Das ist ein kleines Teil von einer Stadt. Ja. Ja. Und genau den Fehler machen die Menschen, dass sie in der Kategorie 2, ich wiederhole nochmal, ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer. Die Frage ist schon dumm gestellt. Offensichtlich weiß der nicht, was eine Wohnung ist. Ja. Das heißt, du hast immer, wenn du was siehst oder wenn du was denkst, ist dieser Gedanke immer eine kleine Facette aus einer größeren Kollektion. Und die Kollektion wiederum ist eine Facette aus einer noch größeren Kollektion. Und die Kollektion in aller Kollektionen ist dein eigenes verbundenes Wissen. Diese vielen Sachen, die du als falsch und verkehrt definierst, als falsche Denksysteme oder das stimmt nicht. Egal, was du denkst, was hundertprozentig sicher ist, es existiert in dem Moment, wo du es denkst. Ich denke, ja. Diesbezüglich existieren auch Osterhasen und grüne Maßmännchen. Naja. Du musst dir bloß abgewöhnen, zweites Gebot halten, mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich sage immer ganz schlicht und einfach, mach dir kein Bild von irgendwas da DR außen. Und DR, das sind geöffnete Berechnungen und die sind auch, scharfes S ist wieder Beta, sind deine eigenen Beschwörungen. Wenn du dir natürlich einredest, dass da außen auch dann eine Erdkugel ist, die du dir jetzt ausdenkst, dass die auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst. All das religiöse und naturwissenschaftliche Wissen und esoterische Wissen baut auf diesen Trugschluss auf. Ja. Was du denkst, existiert hier und jetzt in deinem roten Kopf. Und das zu akzeptieren, ist der erste Schritt. Ich reduziere das runter, dass ich zuerst einmal sage, bevor du das nicht akzeptierst, wirst du leiden. Ja. Und ich betone nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Ja. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, ich weiß hundertprozentig sicher, dass meine Donis, hier Doni und Helene, die du jetzt vor dir siehst, und der kleine Udo überhaupt nicht leiden müssen. Mhm. Weil das nämlich bloß Informationen von dir sind. Wie sieht's aus mit dem, der jetzt vom Computer sitzt, den du dir jetzt ausdenkst? Leidet der? Diese Vorstellung von dir selbst, dass ich der bin, der jetzt vom Computer sitzt, diese Verwechslung, das ist die Ursache von Leid. Ja. Und darum soll ich, mir geht's nicht um das intellektuelle Wissen mit der Vordersprache. Ich erkläre dir zuerst, was du bist. Und das kannst du sofort überprüfen, dass du immer bist, egal an was du denkst. Du bist auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Und du musst es als erster verstehen. Ja. Nicht irgendein Gedanke von dir. Da wirst du sowieso immer mehr mitkriegen, dass die einfach nur die Kisten, wie ich immer wieder sage, die Kisten, die du dir ausdenkst, wird immer das drin sein, was du dir denkst. Ja, genau so. Du kannst es sogar denken, ich weiß ja nicht, was der weiß. Was du wissen solltest, dass es den nicht gibt, wenn du ihn nicht denkst. Am besten geht es den Menschen, wenn du sie nicht denkst, dann sind sie in der heiligen Einheit. Übrigens auch du mit deinem eigenen Körper. Du bist diese Einheit, aus der alles entspringt. Zumindest wenn du ich bist. Darum sage ich immer wieder, unser Spiel beginnt mit Ich, UB. Und man kann es nicht lassen, dass man immer wieder meint, man müsste seinen Mitmenschen das mitteilen. Schadet auch nicht, wenn du dich dabei beobachtest, lernen tust du was. Du lernst immer was dabei. Durch jemanden etwas erklären wollen, den du dir ausdenkst, als einen, den du dir auch ausdenkst, das ist wichtig. Ja. Weil du denkst dich ja selber auch aus. Kannst du ein Spiel beobachten zwischen zwei Figuren in deinem Traum, wo du sagst, die eine bin ich und die andere bin ich nicht. Und dann werde ich dafür sorgen, dass eventuell, wenn du das einmal stattest, dass der, der du nicht zu sein glaubst, dass der dich Sachen fragt und der, der du zu sein glaubst, versucht jetzt, dem anderen, den du dir ausdenkst, das zu erklären. Und wie ich immer sage, dann werden dir Sachen kommen aus dir selber, wenn dir was einfällt in den Erklärungen. Ja. Du musst deine Inspiration einschalten. Du musst einen Kontakt in dir zu mir suchen. Ja. Ich meine jetzt das rote Ich, das ich anspreche. Ja. Der muss Kontakt zu JCH suchen. Du brauchst Inspiration. Inspiration bringt dich auf vollkommen neue Gedanken. Solange du nur Gedanken nachplapperst aus Zeitung und aus Internet, rezitierst du genauso wie alle anderen. Das sind natürlich Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Aber du kannst immer wieder mit deinen Filtern dir bewusst machen, wie du das wertest. Ja. Die Freiheit besteht darin, dass du die Sachen auch anders werten könntest. Genau. Und es ist mir so wichtig, immer dieser Satz, gib mir die Demut, das zu ertragen, was ich nicht verändern kann. Was du als träumender Geist nicht verändern kannst, ist dein Traum. Ja.
Du musst auf Gedeih und Verderben das träumen, was du träumen musst. Ja. Einfallsbindelbeispiel. Die Ursache ist der Schwamminhalt, der Intellekt. Mhm. Gib mir die Demut, das zu ertragen, gib mir die Demut, das zu ertragen, was ich nicht verändern kann. Den Mut, das zu verändern, was ich verändern kann. Mhm. Und Jens, immer wieder, ich weise darauf hin, was du verändern kannst, ist dein Wertesystem. Ja. Mhm. Aber da ist jetzt wichtig, du sollst nicht das, was du dir bisher gut gedacht hast, schlecht denken und als was du dir schlecht gedacht hast, gut denken. Deine jetzige Einstellung stimmt ja. Alles, was du bisher gedacht hast, ist richtig, aber es ist nicht vollkommen, weil in die Richtung fällt die Kehrseite. Genau. Das muss immer wieder, das ist der Schlüssel, um den sich alles dreht, in die Freiheit. Ja. Das ist der Schlüssel, mit dem du eine Gefängniszelle aufsperren kannst, die gar nicht abgeschlossen ist. Ja, so ist es. Das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Ja. Also solange du in dem Wahn lebst, du hättest eine eigene Meinung, dann schaust du mal, was dir gefällt, was du schön empfindest und was dir schmeckt. Mhm. Dir muss eins klar sein, das konntest du dir nicht raussuchen. Das ist dein Schmerzhalt. Ja. Das ganze Nachgeplappere, du reißt dich nur ein in eine Reihe von Nachplapperern. Und solange du Einseitigkeiten anstrebst oder intronisieren willst, am Leben erhalten willst, wirst du ewig zerrissen bleiben und du wirst leiden. Punkt. Ich mal mein altes Beispiel wieder denken, der Papa sagt, lang nicht auf eine heiße Herdplatte. Der droht dem Kind nicht. Er warnt. Ein Riesenunterschied. Ja. Aber er hat dir die Freiheit gegeben, dass er dich nicht zurückhält, wenn du trotzdem drauf langen willst. Genau. Du kannst ihm still weiterdenken, wenn du willst, in dieser Unvollkommenheit. Ich kann dir nur eins garantieren, dir selbst, dir Geist, der du mich jetzt als du ein bisschen Udo ausdenkst. Dir selbst wird nichts passieren, weil nichts kann nicht zerstört werden. Genau, so ist es. Aber du musst es so lange wiederholen, bis du nicht mehr drauf langst. Ja. Dass du mir einfach vertraust. Ansonsten mische ich mich in dein Leben überhaupt nicht ein. Ich sage dir, versuch das, was bisher als richtig erschienen ist, auch einmal verkehrt zu sehen. Ja. Alles, was dir verkehrt erschienen ist, ist richtig zu sehen. Und das musst du selbst machen. Du ganz alleine, da wird dir nicht so niemand dabei helfen. Ja. Und das ist ja im Traum, in der Traumwelt ist das so schön eingerichtet, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, genau diese Führerscheinprüfungsbogenwelt ist, wo ich dich ständig teste. Letztendlich testest du dich selbst in dieser Reifestufe. Ob du schon lernst, mit allen einverstanden zu sein und dich immer wieder hinterfragst, wenn du abstürzt, wenn du negative Gefühle in dir aufwirfst, Ärger, Zukunft, Ängste, dass du sofort diese Negativenergie, sag ich immer wieder, ist eine Energie, die dich wach machen soll. Ja. Dass du dich fragst, was soll mir das jetzt sagen? Du wirst dann immer wieder merken, wie sehr du noch in dem Druckschluss hängst, dass du meinst, wenn du was zu sehen bekommst, dass das von außen kommt. Mhm. Internet zum Beispiel, wenn ich immer drauf eingehe. Ja. Das sind immer die zwei Seiten. Funktion und Nicht-Funktion sind auch zwei Seiten. Von außen kommt da gar nichts. Du bist selbst das Internet, in dem sich alles befindet. Genau, immer an den träumenden Geist denken. Mhm. Wenn du jetzt träumst und du sitzt am Computer im Traum, und du gehst ins Internet, wo kommt es her, wenn das im Traum ist? Immer aus mir. Wo soll es denn sonst herkommen? Ja. Und dann wirst du dir ganz langsam deiner Göttlichkeit bewusst, ohne dass sich die Hybris in Bezug auf den Menschen aufbläht. Da, je nachdem, wer du jetzt zu sein glaubst, hier mit Holofeeling kommen oft diese Allmachtsfantasien. Ich weiß ja alles, ich bin ja alles, ich habe es ja verstanden. Und ich sage, wenn du es wirklich verstanden hast, hast du von nichts mehr Angst. Du hast nicht zu niemandem mehr Probleme. Ja. Es kann durchaus sein, dass dein Körper nicht in Ordnung ist, dass du morgens aufstehst, steif bist, Kreuzschmerzen hast. Das ist, der Punkt ist dann noch nicht erreicht, dass du da über den Dingen stehst, aber du wirst anders damit umgehen. Weil umso kranker, im letzten Gespräch zu die Fettings, wo ich zum Beter sage, der ja wirklich gesundheitlich ein Höllenleben hinter sich hat. Umso kranker du bist, umso gesünder bist du nach dem Prinzip. Aber du hängst halt voll in der einen Seite, weil du die Gesundheit anstrebst. Ja. Das ist das falsche Ziel. Ja, genau. Aber das ist sehr gelassen. Man wird, das ist so dieses, nehme dein Kreuz auf dich, diese vollkommene Gleichgültigkeit. Das ist auch das Hauptthema aus dem Film Rewind.
Was wir jetzt hier in dem Film als erstes überhaupt, das ist auch das Verändern wollen, die ganzen Zeitreisefilme werfen mehr Probleme auf, weil man eben eine Einseitigkeit herstellen will. Das ist passiert, meine Frau ist gestorben, ich will den Unfall wieder zurückgehen, dass der Unfall nicht passiert. Das ist das Hauptproblem, was man lernen soll, ist es nicht einverstanden sein. Genau. Genau so ist. Und es richtig stellen kann ich nie in der Vergangenheit machen, weil Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Eben. Das ist hundertprozentig sicher. Darum sage ich, ich kann doch meine Vergangenheit nicht verändern, ist eine Dummheit. Dann mache ich mir jetzt erst einmal bewusst, was ist Vergangenheit als Ding an sich? Nichts. Eine Information, die ich mir jetzt denke, und jetzt kommt die Dummheit. Ich denke mir, dass das, was ich jetzt denke, vorher zeitlich vorher war. Genau so ist. Ja. Es ist zeitlich vorher nie etwas passiert. Was passiert, passiert jetzt. Immer an das Buch denken, das ich lese. Ja. Mhm. Ich kann jede Seite nur jetzt anschauen. Ich kann jedes Wort nur jetzt aussprechen. Ja. Dann kann ich mir ein zweites, im Hintergrund ein feinstoffliches Bild machen, das kann ich mir woanders hindenken. Mhm. Das ist, wenn ich jetzt sage, jetzt wird die Aufnahme gemacht und jetzt wird sie angehört. Ich kann doch, kann ich was aufnehmen und wiedergeben gleichzeitig. Ja. Du wirst merken, im raumzeitlichen Denken geht es sogar zeitversetzt. Jetzt bei meinem Receiver. Wenn ich immer sage, ich kann 4 Programme gleichzeitig aufnehmen, gestern, hier und jetzt gedacht zum Beispiel, schaue ich mit der Marion in Dardot an und nehme Voice of Germany auf, was übrigens sehr interessant ist. Und nachdem der Dardot zu Ende war, obwohl Voice of Germany noch gelaufen ist und es weiter aufgenommen habe, haben wir dann Voice of Germany angeschaut. Also während der das aufgenommen hat, und jetzt denken wir uns schon wieder das zeitlich auseinander, die erste große Erfahrung war, es dauert nicht allzu lang, dann spule ich die ganzen Werbepausen und das vor und ich sage dann zu Marion, wir haben das dann in relativ kurzer Zeit, ich habe die Zahlen nicht eingeholt, dass wir wieder auf Echtzeit waren, durch das Vorspulen, und habe ich gesagt, die muss klar sein, das wären jetzt, wenn wir das von vornherein angeschaut hätten, der dort dauert 1,5 Stunden. Ja. Wir haben jetzt auf die Schnelligkeit 1,5 Stunden Werbung überspielt. Ja. Dass dir mal bewusst wird, wie viel Werbung da reingeklatscht wird. Genau. Ja. Es war jetzt so, glaube ich, schon ich weiß gar nicht dazu, wirklich in kürzester Zeit, es ist hier extrem überladen mit Werbung und mit Leerlauf. Genau. Ja. Es ist, wenn man sagt, ich spreche nicht auf Werbung an, das ist auch so ein Wahn von normalen Menschen. Jeder normale Mensch ist so durchsetzt mit einem Virus, mit Werbung, was du schön empfindest. Ich habe das so oft angesprochen. Du hast keine eigene Meinung. Holofeeling muss deine eigene Meinung werden. Aber wenn Holofeeling deine Meinung ist, ist plötzlich alle Meinungen deine Meinung. Ja. Auch wenn die sich zu widersprechen scheinen. Genau genommen sind es alles, was sich widerspricht, sind Gedankenwellen. Mhm. Du musst dieses einseitige Denken verlassen, um in die Vollkommenheit zu kommen. Und das wiederum ist kein Akt des Intellektes, sondern der Demut und der Offenheit für Neues. Für neue Sichtweisen, für andere Meinungen. Mach dir all diese Meinungen zu eigen. Und dann kommst du irgendwann in diese Erkenntnis des Holofeeling, es sind auch deine Meinungen, es sind nur die Meinungen aus anderen Büchern in dem Bücherregal, das du zurzeit symbolisch als Intellekt zum Denken benutzt. Ja. Mit vorher und nachher hat es überhaupt nichts zu tun. Und dann wirst du merken, wie du dann wirklich schöpferisch tätig werden kannst. Aber nicht, indem du was nicht haben willst oder indem du dir Einseitigkeiten wünschst. Auf der nächsthöheren Ebene, wenn du wach wirst, geht es um was ganz was anderes. Dieses Göttliche, dann kann ich mir ja denken, was ich will. Aber immer in Bezug auf Chats. Ja. Nicht auf Einzelteile. Ja. Zu sagen, wenn ich dann das nächste Leben führe, dann denke ich mich reich und dann denke ich mich in einen Bosch rein. Das würde ich nicht mehr interessieren. Das interessiert dich so wenig, wie ein Erwachsener irgendwelche Lego-Bausteine interessieren. So ist es. Ja. Das sind solche Erkenntnisse, wenn man sich selber beobachtet. Und dann werden auch wir Physiker wissen es ist so unendlich geistlos, was hier geäußert wird, was mein Leben lang bewundert hat. Übrigens auch wir Ärzte wissen die Schulmedizin liegt noch viel ärger im Argen wie die Physik. Obwohl alles richtig ist, aber nur ein bisschen. Von der Vollkommenheit, von der Heiligkeit in diesem Geldwahn, wo die alle drin leben, in einer Verlogenheit, dass alle über Leichen gehen für ihr eigenes Ego. Ob das Politiker sind oder ob das Mediziner sind.
Und sich das jetzt schönreden, weil dann noch irgendwie so ein kleiner Hauch noch von Christlichkeit in dem Menschen drin ist. Das kannst du total vergessen. Genau. Der dreht die Welt. Ja, ja, ja. Alle, die sich davon abhängig machen, sind Zombies. Mhm. Dann kommt natürlich dann immer wieder, ja, ist alles schön und gut, was du sagst, aber man braucht doch Geld. Wer bestimmt jetzt das? Mhm. Es wird immer so sein, wie du es bestimmst, wie du glaubst, dass es ist. Genau so ist. Du bestimmst, ob was richtig ist, du bestimmst, ob was verkehrt ist, du bestimmst, ob was gut ist, ob was schön ist. Du bestimmst es und es ist für dich so. Du bestimmst, was da außen ist, wenn du nicht dran denkst, ob was da außen ist oder ob nichts da außen ist. Und du fährst wesentlich besser und freier, wenn du dir da mal klar machst, dass du nur noch das bestimmst, was du auch überprüfen kannst. Und jetzt kommt gleich die Seite, ja, ich kann ja überprüfen, wenn ich einen Backstein in die Hand nehme und den in eine Glasscheibe reinschmeiße, dann zerspringt er. Ich sage, das sind selbsterfüllende Prophezeiungen aufgrund deines Glaubens. Genau. Und wenn der Mensch älter wird, dann stirbt er, dann löst er sich auf in der Zukunft. Ich sage, der löst sich schon auf, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Du musst erst einmal schauen, was wirklich ist, was jetzt ist. Das sind alles logische Konstrukte. Ja. Also das spielst du so ganz alleine. Ja. Man lernt, wenn man sich jetzt auf der Brüssel-Ebene austauscht. Ja. Man lernt vor allem, diese Leute darauf reagieren, sich für das interessieren und was sich nicht interessiert dafür. Das ist die Masse. Das sind die Weltverbesserer, die in alle schön recht haben, aber sich laufen widersprechen und in ihren eigenen Wahn leben. Lass die in ihren eigenen Wahn leben. Ja, ja. Das sind Unterfacetten von dir selber. Ja. Ob religiöser Fanatismus, Fanatismus ist eigentlich Faschismus. Es ist, du hängst in einem Bündel zusammengeschmiert, das führt dich übrigens dieses Bündel. Faschismus, wenn man das nachschaut etymologisch, das führt dich nach Gomorra. Ja. Sodom und Gomorra besteht nur eine Welt aus Faschisten. Aha, ja, ja. Wir schauen uns das ganz kurz an. Das Gomorra, habe ich schon ein paar Mal darauf hingewiesen, schreibt sich vorne mit einer 70. Das steht hier unten nicht mit drin. Ja. Das ist Goma. Das spricht man Goma aus. Das heißt nämlich eine Garbe. Aha. Eine Garbe ist ein Bündel. Ja, genau. Ja, ein Bündel. Oma, siehst du hier? Ja. Das ist der Garbenbinder. Ja, ja. Das ist eigentlich hier, wo man das, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort anschaffen, schauen wir mal, ob wir das finden. Mhm. Ob das drin ist. Mhm. So, die Gedankensätze. Moment. Erschaffen, erwägen. Kleinen Moment. Ich suche. Der Erwerb, was du anschaffst. Was fällt dir da als erstes auf? Schau mal. An- und Schienaffen. Was ist das? Ansch, Ensch. Schau mal, du bist schon wieder nicht dabei. Ah. Was ist auch ein Schien? Enosch. 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 Der sterbliche Mensch. Der sterbliche Mensch. Das ist das Entscheidende. Sterblich, unheilbar, krank. Ja. Das sind die Enoschaffen. Ja, offen. Ja. Okay? Ja. Und da wirst du jetzt merken, die leben immer in einem, das, was sie erworben haben, in einem Besitz, in einem Grundbesitz, in einem Vermögen. Ja. Erwarb, er sammelt dir, das ist dein Schwamminhalt. Genau. Du bringst es dann zusammen in einem Bund, in einem Bündling Gomorra, Sodom und Gomorra. Ja. Na, deutlicher geht es ja nicht. Sodom und Gomorra. Man muss, wenn man die Gedankengänge mitgehen kann, wirst du das irgendwann nochmal verstehen. Ja. Dann haben wir unser Sodom, das ist jetzt Gomorra, da kann man jetzt auch noch mit reinschieben dann. Genau. Mhm. Und da gibt es übrigens noch einige Sachen und Sodom beginnt ja mit Zott. Ja. Gewissen. Das ist erst einmal ein Geheimnis, immer dran denken. Raumzeitig aufgespannte Öffnung. Ja. Das ist ein K-Reihe S. Ja.
wie ein Spiegelraum. Ja. Das ist das Wunder der Existenz. Existenz, wenn wir das Griechisch machen, den Plan, Plani heißt in die Irre gehen. Ja. Dann heißt es auch noch Kalgen. Ja. Wie Gott und sein Fundament. Kaal heißt wie Gott, wie das Nichts, Dual. Genau. Und unser Fundament, F-Unter. Ja. Versetzt uns in Wellen. Bendior und Lügenver, überlegen und Lügen verbreiten. Das ist, wie geht es darum, dass du begreifst, es gibt wirklich eine Weltformel. Das ist die Vordersprache. Mhm. Ihr wisst, ich sage, das geht in allen Sprachen, da ist ein einheitlicher Kontext im Hintergrund. Ja. Wir können das Waff rausschmeißen, dann kriegst du also hier zuerst einmal einen Block. Was ist ein Block? Wenn wir den Block eingeben, ein Holzblock. Ja. Etymologisch wissen viele nicht. Wird übrigens sehr interessant, wenn wir da in Sanskrit gehen. Ja. Blockieren. Das ist Chit. Blockade. Das ist immer, denk an einen Häuserblock. Mhm. Ein aus Stein zusammengefügtes Ganzes. Mhm. Sanskrit ist das Chit. Das sind etliche, da gibt es verschiedene Orten Schreibweisen. Das ist ein aus Stein zusammengefügtes Ganzes. Das heißt, der Block ist ein Folterinstrument. Dann hängst du auf einer Schiene, wenn du auf einer Schiene, das ist zum Beispiel genau genommen eine medizinische Schiene zum Heilen. Ja. Da wird was festgemacht, Kalken, kommt das Kalkulieren her. Rechnen. Da wird schon oft darauf hingewiesen. Das heißt, Kalk nennt man, früher hat man die Wände gekalkt. Das heißt, etwas weiß machen. Genau. Hier hat man etwas in Schule und Elternhaus weiß gemacht. Und das ist dein Wissen. Da kommt das Wort weiß her. Nicht zu verwechseln mit dem rot geschriebenen Mais. Ja. Und diese Schiene rot geschrieben, das ist ja Bewusstsein, das in sich geschlossen ist. Geschlossenes Bewusstsein. Das ist eine medizinische Schiene zum Heilen von Brüchen. Beruf im Geist sind diese wahrgenommenen Existenzen. Mhm. Wenn ich das natürlich jetzt negativ sehe, dann wird es ein Folterinstrument für die Kinder von Sodom. Mhm. Und die sind alle Faschisten, weil die in Bündeln sich zusammenfassen und diese Bündel nennen sie dann christlich oder katholisch oder protestantisch oder muslimisch oder jiddisch oder wie auch immer. Ja. Das sind alles Faschisten. Es sind einfach nur kleine Bündel, die dümmer aber auf uns sind. Und das kommt jetzt mit dem Bar im Kopf gelesen. Blau gelesen heißt es ja das Äußere. Ja. Und das hast auch ein abgedroschenes Feld. Ja. Wenn wir ein Feld abdreschen, bauen wir zuerst einmal Reisigbündel auf. Genau. Das sind kleine spezielle Fiedelfacetten in unseren Spiegeltunnel. Ich weiß, das ist jetzt sehr viel für einige Programme und für einige weniger. Der Geist. Jetzt hängt es davon ab, mit welchem Programm arbeitest du. Das heißt, wer glaubst du zurzeit zu sein? In welcher Reifestufe, in welchem Buch hängst du fest? Das muss dich nicht verwirren, dann lernst du das im nächsten Buch. Ja. Und sag, ich lebe dieses Leben und mach dir immer mehr bewusst, was Liebe bedeutet. Allumfassende Liebe ist nicht blaue Liebe. Ja. Jeder, der in der blauen Liebe lebt, die selektiv ist, der hat nicht verstanden, was hast Liebe deine Feinde. Genau. Das ist, du brauchst das Gegenteil für die Vollkommenheit. Wie ich immer wieder sage, alles und jeden zu lieben, heißt nicht, dass man jeden auch schon mal in den Hals fallen muss. Mein berühmter Spaziergang durch ein Zoo. Die Bewunderung der Schöpfung, ich sage mal jetzt rein raumzeitlich, vorstellungstechnisch, biblisch gesehen, diese Bewunderung der göttlichen Schöpfung in dieser unendlichen Vielfalt von Flora und Fauna. Ja. Von Technik, von Natur, von Kreaturen, diese unendliche Vielfalt von Kreaturen, wenn man sich Tierfilme anschaut, jetzt nur auf dieser normalen, materialistischen Vorstellungsweltebene. Genau. Ich kann alles lieben, Andersartigkeiten lieben, die giftigen lieben. Es reicht doch, wenn ich sage, ich denke sie mir doch aus, was ist da in mir drin, dass das ermöglicht? Was ist das für ein Programm, wenn ich der Computer bin? Ja. Das ist Holofeeling. Ja. Genau das ist Holofeeling, nichts anderes. Okay. So wunderbar, danke für dieses Geschenk. Danke. Leben ist ein Geschenk. Aber das Geschenk selber ist was anderes wie der das Geschenk bekommt. Der Mensch, rot geschrieben, der Geist, der ein Leben erlebt oder viele Leben erlebt, ist was anderes wie das Leben selber. Der immer ist, der das Meer ist,
ist was anderes wie seine Wellen, die er erlebt. Und immer dran denken, der, wenn er verstanden hat, was er ist, wird sich niemals mit einer Welle von sich verwechseln. Nee. Das ist der schönste Widerspruch aller Widersprüche. Er ist all seine Wellen, aber keine davon. Immer alle gleichzeitig, aber keine bestimmte. Die er natürlich auch ist, wenn er nicht in die Vergessenheit geht. Wenn man das verstanden hat, hat man eigentlich schon alles verstanden. Und dann kann man immer wieder nur schauen, wie der Zweite in einen, dieser Schwamminhalt, dieses Wertesystem mit seinen Riesenfiltern einen blind macht. Ja. Und in dem Moment, wo du was ablehnst, ist schon ein Filter da, du bist blind. In dem Moment, wo du was versuchst zu bekämpfen, bist du blind. Und blind wiederum. Was ist das hebräische Wort von blind? Jetzt muss ich fast nochmal einschalten. Nachdem der Adam aus dem Paradies rausfliegt, ja, und der Witz ist ja, dann macht er sich ein Kleid aus Fell, heißt es. Ja. Im Original. Und dieses Fell ist ja Or, aber mit 70 geschrieben. Genau. Das heißt, die 1 wird zur 70. Bin ich schon ein paar Mal drauf eingegangen, zigfach in Selbstgesprächen, aber viele, viele Programme an einer gewissen Stelle hörst du das zum ersten Mal. Es hängt wieder davon ab, wer du bist. Das ist also sehr, sehr interessant. Wir haben unser Or als Licht. Das kann man jetzt nachmachen. Das schreibt sich, das A ist nur das Mund aufmachen. Du öffnest dem das schöpferische A, der Buchstabe ist ja ein lautloser Konsonant. Und dann kommt eine aufgespannte Berechnung. Genau. Das ist der Schöpfer, öffnet seinen Mund. Dann kommt eine Schöpfung. Das ist das A. Und dann kommt das Or. Okay, das ist das Licht. Das kann man jetzt lesen. Wenn wir aus der 1 die 70 machen, spricht mir übrigens auch Or aus, dann kriegst du die Haut. Jetzt sind wahrgenommene Zeichen da. AUD heißt Zeichen. Zeichen, okay. Ja. Und das ist auseinandergeschmissene, geöffnete Berechnung. Ja. Das wiederum heißt Generation. Und das ist jetzt die Haut. Das Tier, das du bist, du steckst jetzt in einer Haut aus Fell. Und dasselbe Wort, jetzt bist du blind. Ja. In dem Moment, wo du dich mit deinem Körper verwechselst, bist du blind. Und ich sage, die Stufe ist, wir machen jetzt eine Stufe höher, du magst deinen Körper, ist deine Traumwelt. Ja. Das kannst du jetzt schon, jetzt, sofort auf der Stelle dir klar machen, dass das, was mich einhüllt, wann denke ich an meinen Körper? Wenn ich jetzt im Zimmer stecke oder in einer Landschaft stehe, dann habe ich einen vor mir, einen hinter mir. Ich muss das vervollkommnen. Vervollkommnen. Die komplette Traumwelt ist mein Körper und die unterliegt einem ständigen Wechsel. Ja. Die grobe Symbolik ist vom Säugling bis zum Greis, dieses Durchlaufen in einer chronologischen Form der ständigen Verwandlung innerhalb dieser Stufe. Das ist ja nur eine kleine Wachstumsstufe von unseren 3x3x3 Wachstumsstufen. Ja. Und das macht dich blind. Ja. Darum ist es, wenn ich mitten einer augenblicklichen Berechnung rot geschrieben jetzt, heißt es eigentlich der Augenblick im Kopf? Ja. Die Quelle, Entschuldigung, rot geschrieben, die Quelle im Kopf. Ja. Okay, das hier könnte man besser ausdrücken. Eine logisch aufgespannte Verbindung auftaucht, das ist das Waff, entsteht, erwecken, Haut, wahrgenommenes Zeichen ist auseinandergeschmissenes Generation. Ja. Jetzt haben wir schon, da haben wir das FE. Wir haben dann eine Facette, L ist ein Joch. Das Doppel-L muss man verstehen. FE ist ja Eisen. Ja. Ich kann jetzt das Ei 10 lesen, Element 26. Nicht 10. Und dann hast du polare Lichtenden. Ja. Polare Lichtenden. Immer dran denken, END ist auf- und abschwingen. Ja. Das macht dich dann blind. Das BL alleine heißt ohne. Auch eine Form von nichts. Blind sein. Ja. So, und jetzt ist, dass ich schon immer gesagt habe, vokalitätsmäßig kannst du das Aleph sind alle Vokale und die 70 des Ayin ist auch alle Vokale. Wenn du das austauschst, gehst du immer von der Einheit in die Vielheit. Ja. Das ist zum Beispiel, wenn man das Ani nimmt, man kann ein paar Filme, das kannst du mit allen Wörtern ausprobieren. Unser Ani ist jetzt erst einmal unser Ich. Okay, erste Person. Schöpferische Existenz eines Intellekts. Wenn du nur der Schöpfer
Ja. Eine schöpferische Existenz eines Intellektes bist und wir machen aus dem Aleph eine 70. Genau. Weil du ja nur einen Intellekt benutzt zum Denken. Dann lebst du in Armut und in Elend, in einer gedrückten Lage. Wenn du das jetzt durchspielst, wirst du merken, in den meisten Wörtern kommst du dann in der Vielheit, in den normalen Zustand, wenn du aus der 1 der 70 machst. Zum Wort aus dem Licht plötzlich, das dich einhüllt, wird das Feld, das dich blind macht. Weil du nämlich in dem Wahn lebst, dass die Sonne, die du dich ausdenkst, dir nur eine Facette von deinem eigenen Körper ist. Mhm. Überhaupt keine Lichtquelle ist. Du selbst bist die, das rot geschriebene Ohr ist das Licht in dir. Das ist die Energie, die du selbst bist. Die Lampe im Projektor, wie ich das nenne. Mhm. Wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, das ist ein geschlossenes, allumfassendes System. Also das, was Physiker an Weltformen suchen, wenn man das anhört, das Geschwätz, und die reduzieren das auf ihre Berechnungen, weil sie meinen, der Sinn des Lebens besteht darin, die Formeln von Einstein mit den Formeln der Quantenmechanik in Einklang zu bringen. Wenn man das schafft, hat man die Weltformel. Was ist dann mit Religionen? Was ist mit Gefühle? Was ist mit der Welt als Ding an sich? Das kann doch keine Weltformel sein. Es ist immer noch WLD ein Brandopfer. Und das Brandopfer ist die Form L. Das ist die Form Gottes. Dieser ständig wechselnde Rand ist deine eigene Form. Du bist Gott für die Welt, die du träumst. Ein träumender Geist ist Gott für die Welt, die er träumt. Punkt. Das Tattva Masi, das bist du, sage ich in meinen Upanishaden. Ja. Zumindest wenn du ich bist. Ja. Warum ist das so wichtig? Ja. Wer ist ich? Ich bin der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ich bin nicht der vor Computer sitzt und schon gar nicht so ein Pixelmännchen. Ja. Ich bin der sich jetzt, was denke ich mir jetzt aus? Ein heliozentrisches Weltbild? Hast du dir das jetzt ausgedacht oder der Udo? Was der Udo dir erzählt, der Lautsprecher des Pixelmännchen, kommt aus dir, weil du ein träumender Geist bist. Mhm. Das heißt, alles, was der Udo dir erzählt, denkst du dir aus, weil das eine Figur in deinem Traum ist. Alles, was dir irgendwelche Menschen in deinem Traum erzählen, denkst du dir aus. Das sind Facetten, mit denen du in vielen, vielen Art und Weise nichts zu tun haben willst, weil es dich nicht interessiert oder weil du sagst, das ist Schwachsinn, weil du dir diese Facetten von dir selbst noch nicht so eigen gemacht hast. Das spielst du ganz alleine. Das versuche ich in dir jetzt zu erwecken, dass du dich wieder erinnerst, was du eigentlich bist. Und ansonsten müssen wir bloß ganz, ganz fest zusammenhalten. Ja. Wir leben eins im Nichts denkbar. Meine Schafe hören auf meine Worte. Ja, so ist es. Du wirst der tiefe Demo kriegen gegenüber diesen Wellen bisherigen religiösen Geschwätz. Wie ich sage, es ist tausendmal mehr wert wie das ganze physikalische, naturwissenschaftliche oder politische Geschwätz. Über CO2 und Umweltschutz, Erdkugel retten wollen. Die Grundannahme ist schon verkehrt, der Bruch des zweiten Gebotes. Genau. Immer schön mit einem großen C vorne, christlich. Ja. Oder liberal. Oder was auch immer. Ja. Das sind alles nur riesengroße Fehler, die du irgendwann einmal abhackst und umblätterst, weil die keine Überlebenschance haben. Gedanken haben prinzipiell keine Überlebenschance, egal an was du denkst. Diesbezüglich hat nicht einmal ausgedacht, der Gott eine Überlebenschance. Ja. Weil es schon wieder weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Das ist übrigens alles, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Und wenn du ein bisschen aufmerksam zuhörst, wirst du merken, dass du es sofort überprüfen kannst. Also frag dich, was in dir drin ist, das dich hindert, das wirklich als deinen neuen Glauben anzusehen. Es ist so schwer, das zu glauben, wo man sich hundertprozentig sicher sein kann, weil man es überprüfen kann. Darum sage ich, solange du dir Fragen Kategorie 1 und 2 stellst und dir darüber den Kopf zerbrichst mit raumzeitlich existierenden Dingen oder Einseitigkeiten, bist du leid? Genau. Geh in die Kategorie 3, die sind schon beantwortet. Ja. Wo passiert das jetzt? Wo war das? Ist schon wahr, griechische Allergie? Es ist hier. Ja. Es ist jetzt. Und es ist weiches Denke. Und was ist es? Ja, meine Information. Das, was ich jetzt sehe, ist meine Information. Die ist hier und ich denke es jetzt. Und wenn ich es nicht mehr denke, ist es weg. Wenn ich es mir räumlich woanders hindenke oder zeitlich woanders hindenke, dann ist es auch hier und jetzt. Mehr muss man nicht wissen. Ist das so schwer? Jetzt diszipliniere dich in deinen Alltag, wenn du nicht gerade dich mit Holofeeling beschäftigst, dass du das installiert hast, dass dir das bewusst wird, wie oft du das vergisst.
dass du immer wieder in diese alte Schiene reinkommst, dann ist diese Schiene ein Folterinstrument, eine Streckbank, SDR-Eckbank. Es kann aber auch eine Schiene zum Heilen dieses Bruches sein, der dich zerbrochen hat, in unendlich viele kleine Facetten, die ich meine, ich nenne die meine Brösel. Ja, geheilt. Das Brot, das ganze Brot, das heilige Brot, nehmet hin, das ist mein Brot und esse es. Ja. Im Adam. Das ist das innerste Zentrum. Du darfst dieses Brot nicht mit einem Brösel von dem Brot verwechseln. Ja. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Stellst du das rein, oder? Ich mache das, wenn das gut ist, nachher stellen wir das rein. Dann könnt ihr es euch nochmal anhören. Ciao. Eben dich unendlich. Danke. Baba.